Eigentlich darf man sich erzählen und ich erzähl's jetzt auch nicht. Ja, weil Patrick meint so, ja, das kann man ja nicht erzählen. Doch, erzähl. Ich hätte halt nicht gedacht, dass das Kennzeichen für meinen modernen E-Scooter aus der Schublade einer Oma kommt. War ein Fliesentisch, schön, ja. Stimmt, Colin war noch da. Arbeitet bei Henkel als Verpackungstechniker. Und hat halt hier den ganzen Tag so Calls gehabt, so auf Englisch, so mit so 20 Leuten, so einfach hier aus der Halle. Dann haben wir hier noch so ein bisschen gedreht. Gleichzeitig haben ein paar Leute oben das Laminat verlegt. Und es war einfach ein richtig geiler Vibe, so. Was ging denn wo? Not you. Da sind wir, Leute. Und zwar wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen quatschen. Ich würde sagen, ich fange an mit einer locker lustigen Story. Ja. Ich habe nämlich auch noch eine belastende. Das heben wir uns für die Mitte oder fürs Ende auf. Die lustige Story, mit der ich anfangen möchte, ist die Behind-the-Scenes-Geschichte dazu, wie ich meinen E-Scooter zugelassen habe. Das war nämlich tatsächlich ziemlich abenteuerlich. Okay, du bist zur Zulassungsstelle. Nee, du brauchst ein Versicherungskennzeichen. Genau. Damit also das Ding ist, also wir reden hier von so E-Scootern, sowieso mietbare, ja. Rideables, so einen Lime oder sowas, in die Richtung geht's. Muss man da überhaupt zur Zulassungsstelle? Das erkläre ich jetzt. Okay. Pass auf. Die Situation ist folgende. Wenn du ein Gefährt im Straßenverkehr bewegen möchtest, das eigenständig mehr als 6 km/h fahren kann, also ohne Muskelkraft. Fahren genau, 10 solange du treten musst, musst du es nicht machen. Genau, solange es einen Motor hat, der das Gefährt über 6 km/h bekommt, muss es zugelassen werden, sonst darfst du es im Straßenverkehr nicht verwenden. Ja. Beziehungsweise es muss versichert sein. Du kannst jetzt aber leider einen E-Longboard oder so zum Beispiel gar nicht versichern. Bei Fahrrädern ist es irgendwie automatisch so, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, oder ist es zumindest so, dass man ja selber auch noch treten muss. Ja. Und deswegen ist es okay. Aber bei Scootern ist es so, die Fahrer, die können ja bis zu 20 km/h fahren, ja, dass sie halt eine Zulassung brauchen. Genau, die brauchen so ein kleines Nummernschild. Ja. Und das musst du dir jetzt aber nicht so vorstellen wie bei einem Auto, so dass du erst die Versicherung abschließen musst, dann gehst du mit dem Fahrzeugschein zur Zulassungsstelle und so. Nee, nee, das ist glücklicherweise ein bisschen einfacher. Man beantragt die Versicherung einfach online und 2 Tage später ist das Kennzeichen bei einem im Briefkasten. Genau, das ist ja auch meistens einfach so random. Habe ich damals aber auch für mein Moped gemacht, was ich früher hatte. Echt? Ja, da brauchst du es auch für. Aber da musst du auch nicht normal wie ein Auto zulassen, sondern man bestellt einfach das Kennzeichen. Nee, das ist schon echt ein paar Jahre her, aber das war auch nur so ein 25 km/h Teil. Also so, als ich 16 war. So. Und ich glaube, da brauchte man auch nur so ein Versicherungskennzeichen. Na. Auf jeden Fall ist es beim Scooter so, dass, oder war es bei mir jetzt so, dass ich diesen leichten Weg mit einfach online bestellen natürlich nicht gewählt habe. Denn der Scooter ist relativ kurz vor knapp gekommen, wo ich das Video eigentlich schon langsam drehen wollte. Und ich hatte jetzt keinen Bock, nochmal 2 Tage zu warten, bis das Kennzeichen kommt. Deswegen, ich hätte mich natürlich auch 2 Tage vorher einfach schon informieren können. Aber man weiß, wie es ist. Hättest du es nicht auch unabhängig von dem Scooter schon mal bestellen können? Ja, ja, das hätte ich machen können. Achso, ja, okay. Also, kannst du es gar nicht auf den Versand schieben. Genau, der Scooter kam und ich dachte mir, shit, ich brauche noch ein Kennzeichen. Ja. Und ich habe so geschaut, oh, 2 Tage braucht es normal, bis es dann so bei einem ankommt per Post. Die 2 Tage habe ich jetzt nicht. Also hole ich mir ein Kennzeichen in der Stadt. Das geht nämlich auch. Aber nicht bei einer Zulassungsstelle, sondern man bekommt solche Kennzeichen von Versicherungsvertretern. Schön. Entweder geht man dann da in so einen Laden von so einer Versicherung, wenn irgendeine Versicherung eine Filiale in der Stadt hat. Das hätte ich eigentlich auch machen sollen. Aber ich habe mir einfach mal gedacht, so, okay, ich google mal, wo finde ich denn hier in der Nähe, in der Leipziger Innenstadt, irgendeinen, der mir so ein Scooter-Kennzeichen geben kann. Finde tatsächlich auch eine Adresse, steht ein Name, Telefonnummer, Versicherungsvertreterin. Denke ich mir so, okay, chillig. Rufe ich da kurz an, sag so, ey, ich wollte nur fragen, haben Sie gerade bei sich im Geschäft Versicherungskennzeichen? Ich würde gerade vorbeikommen und gerne einen Vertrag abschließen für einen E-Scooter. Und die so, ja, ja, habe ich da, Sie können gerne in einer halben Stunde vorbeikommen. So, okay. Kommen so vorbei und denke mir schon so bei der Adresse, sieht aber nicht aus wie ein Geschäft, sieht eher aus nach so Wohngebiet aus. Naja, fahre ich da hin, komme an vor so einem großen Mehrfamilienhaus, weißt du, so ein Hochhaus, wo so ganz, ganz viele Leute drin wohnen. Denke mir so, interessant, klingel einfach bei dem Namen, der halt auf der Webseite angegeben war, das war so von Huck Coburg so, also jetzt nicht irgendwie so eine komische Webseite, sondern einfach offizielle Huck Coburg Vertreter so. Ja. Klingel da und die so, ja, kommen Sie hoch. Und ich so, okay. Geh so rein in das Haus und geh hoch und dann steht da die Tür offen, ich gehe rein und ich stehe auf einmal inmitten von dem Wohnzimmer von einer, ich sag einfach wie es ist, von einer Oma. Die war schon deutlich älter, die Dame.
Und ich dachte mir so, okay. Und die stellt sich vor, ja, ich bin die Versicherungsvertreterin. Ich so, nicht das, womit ich gerechnet hatte, aber als ich mir ein E-Scooter-Kennzeichen besorgen wollte. Aber ey, fein für mich, alles cool. Die Frau war freundlich und alles. Wir gehen zusammen ins Wohnzimmer. Ist wirklich so eingerichtet wie das Wohnzimmer von der Oma. Also wirklich so, kannst du dich erinnern, wo wir in dem Möbelgeschäft waren und du dich gefragt hast, wer noch solche Tische verkauft? Oh, mit so Fliesen drauf? Ja. So war ein das. Fliesentisch, schön, ja. Kommt rein und so, aha. Und auf einmal geht sie so zu ihrem Computer, der steht so in so einer kleinen Kaffeeecke und fährt den hoch und es ist so, also ich weiß nicht genau, wie ich das Betriebssystem es war, aber es war schon mindestens Windows XP oder älter. Achso, also mit mindestens meinst du noch älter? Ja. Ich habe nicht genau hingeschaut, hätte ich mal besser machen sollen, aber es war auf jeden Fall ein relativ alter Computer und da fährt sie so eine Software hoch, öffnet so den Internet Explorer. Noch so mit Röhrenfernsehen. Ja, genau. Ach du Scheiße, ja. Ja, und sie fängt so an so, ja, ich müsste erstmal für sie eine Kundenkartei anlegen und so. Okay, fängt an Sachen zu sagen, wie viele Kinder haben Sie? Sind Sie verheiratet? Und stellt so lauter Fragen. Und ich so, und ist das alles wichtig, um eine E-Scooter-Plakette zu bekommen? Und die so, nee, ich will nur eine Kundenkartei anlegen. Und ich so, brauche ich nicht. Ich brauche nur die E-Scooter-Plakette. Und die so, okay, dann klicke ich hier mal auf. Kunde will keine weiteren Angaben machen. Klickt da so drauf. Ende vom Lied, so, sie hat so alles eingetragen und sagt so, ja, das macht dann 15 Euro im Jahr. Und ich so, cool, soll ich Ihnen irgendwie so, läuft das jetzt über SEPA-Lastschrift oder wie ist das? Und die guckt mich so verdutzt an. Nee. Und ich so, wie nee? In bar müssen Sie das zahlen. Und ich so, wie in bar? Und ich so, ja, sie geben mir jetzt 15 Euro. Und dann gebe ich ihnen das Kennzeichen. Und ich so, und was mache ich jetzt nächstes Jahr? Also die muss ich ja jährlich zahlen. Und ich so, dann kommen sie wieder bei mir vorbei ins Wohnzimmer und geben mir wieder 15 Euro. Und ich hatte natürlich keine 15 Euro dabei, musste dann nochmal raus, ein paar Straßenecken weiter zu einem Bankautomat 15 Euro abheben. So Apple Pay hätte ich gehabt, Kreditkarte hätte ich gehabt, SEPA-Lastschrift hätte ich alles gehabt, aber bin dann mit dem Bargeld zurück und habe sie in die Hand gedrückt. Das war schon ein lustiges Erlebnis. Also ich hätte nicht gedacht, dass in Leipzig Omas wohnen, die E-Scooter kennzeichnen in bar. Aber die hatten ja auch wirklich eins in der Schublade. Ja, die hatte in ihrer Schublade hatte sie so einen Stapel E-Scooter Kennzeichen. Lol. Das ist ja mega verrückt. Ja, aber war wirklich, also super freundliche Frau. Und ich muss einfach sagen, so, ich habe auch noch so ein bisschen mit ihr gequatscht und sie meinte halt auch so, ja, Leben ist für sie nicht ganz leicht, irgendwie relativ lang schon keinen Job mehr bekommen, dies, das. Und jetzt macht sie halt auf selbstständig Versicherungsvertretung. Und dann dachte ich mir halt auch so, Hammer. Eigentlich voll geil. Nicht supporten, hab ihr noch ein bisschen Trinkgeld dann gegeben. So, weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn die so für 15 Euro so einen Vertrag abschließt, wie viel darf die davon behalten? Und ich saß locker eine halbe Stunde bei der rum. Ja, das kann sie eigentlich nicht lohnen. Ja, also was muss das für ein Stundenlohn im Endeffekt sein? Aber war sehr nett. Ja. Bei ihr, sehr nett und einfach unterhaltsam. So, ich hätte halt nicht gedacht, dass das Kennzeichen für meinen modernen E-Scooter aus der Schublade einer Oma kommt. Ja, aber warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Das ist halt so echt die Frage. Und ja, jetzt bist du dann unterwegs gewesen. Danke ihr. Ja. Ist doch schön. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch extra noch eins ausgesucht. So, die Zahl, die da drauf ist, ist jetzt nicht die allerschönste, aber ich bin so durch ihren Stapel gegangen und habe mir eins rausgesucht, das ich eigentlich ganz cool fand. Aber die hatte nur so normale Kennzeichen. Also da war jetzt keins dabei, das irgendwie 1, 2, 3 gewesen wäre oder so. Oder Crew oder so. Crew, nee. Man kann nicht alles haben. Dafür hast du auch nur 15 Euro gezahlt. Und der Bürokratie in unserem Land wieder deinen Dienst erwiesen. Genau. Das ist doch schön, oder? Genau. Schön versichert bist du jetzt auf der Straße unterwegs. Alles sicher, alles fein. Alles sicher. Ja, macht auch mega Spaß, der Scooter, muss ich sagen. Ich habe den am Anfang eigentlich nur bestellt, weil ich den für das Video haben wollte. Mhm. Und weil ich mir gedacht habe, gut, wenn er mir nicht so gefällt, kann ich ihn ja danach wieder verkaufen oder wie auch immer. Ja. Aber ich habe den so, also ich genieße den so. Ich fahre so gerne mit dem rum. Also das ist irgendwie schon, ich dachte eigentlich, dass es unnötig ist, weil man die Dinger ja auch irgendwie in der Stadt einfach scannen und mieten kann. Aber direkt von der Haustür aus mit so einem losfahren zu können, ist schon geil. Ja, das ist schon, und es fühlt sich auch an wie dein eigenes Baby. Ja. Das ist natürlich auch eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Auf jeden Fall. Aber ja, wir waren jetzt auch letzte Woche gar nicht mehr so viel unterwegs. Wir haben nämlich hier in der Halle, Patrick und ich, zum ersten Mal übernachtet.
Pyjama-Party? Ja, tatsächlich. Es waren nämlich noch zwei Kollegen da, die uns beim Renovieren geholfen haben. Mhm. Das heißt, wir haben hier zu viert gepennt und es war wie auf Klassenfahrt. 100%. So, hattet ihr das Bett da schon? Nee, in der ersten Nacht haben wir auf diesen beiden Sofas hier, haben zwei gepennt und dann hatten wir, nee, wir waren zu fünf. Wer war denn noch da? Lol. Wer war denn? Corona-Party bei Jungs Spaß. Ja. Ja, und wir haben dann halt hier noch so Matratzen verteilt und dann halt zu fünft hier gepennt. Hammer. Und es war richtig geil. Stimmt, Colin war noch da. Ah, stimmt. Lol, ja, genau. Der hat nämlich, der macht auch gerade Homeoffice und der hat uns auch noch so ein bisschen geholfen und hat dann halt hier, der arbeitet, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, wo er arbeitet, ist auch egal. Doch, hat er selber schon mal gesagt. Hat er selber schon mal gesagt, okay. Er arbeitet bei Henkel, stimmt, er war ja bei uns im Crewcast, arbeitet bei Henkel als Verpackungstechniker und hat halt hier den ganzen Tag so Calls gehabt, so auf Englisch, so, ja, irgendwie über Nachhaltigkeit und Verpackung und so, war dann so mit, teilweise, ich habe mal bei ihm so drauf geguckt, mit so 20 Leuten in einem Call, so, einfach hier aus der Halle. Dann haben wir hier noch so ein bisschen gedreht und dann haben wir noch gleichzeitig haben ein paar Leute oben das Laminat verlegt. Wir haben nämlich in den großen Räumen oben noch das Laminat jetzt ausgelegt und es war einfach ein richtig geiler Vibe so. Und dann haben wir abends hier alle uns auf unsere Matratzen gelegt schön und waren dann pennen. So. Alle sind bei Julians Übernachtungsfahrt. Mario Kart Session noch abends durchgezogen. Echt? Habt ihr eine Switch hier? Ja, können wir auch gleich noch zocken. Ah. Und der Colin ist ja auch sehr, sehr, sehr gut unterwegs bei Mario Kart. Also jetzt nicht mit 142 km/h, aber schon ganz gut. Und, ja, bei Mario Kart gibt es ja auch kein Tempolimit zum Glück. Stimmt, da kann man auch nicht geblitzt werden. Ja, und das war echt so ein Erlebnis, wo ich sagen muss, das war richtig geil. Also es war jetzt nicht unbedingt so die produktivste Zeit, aber scheißegal. Ja, egal. So als King of the Castle, kommt alle in meine Halle, Leute, Übernachtungsparty. Ja, richtig nice. Das war locker richtig chillig. Ja, und ich habe ja tatsächlich auch noch hier einen Kollegen, der uns auch geholfen hat. Der wohnt auch in der gleichen Stadt. Und das war einfach mega nice so, dass das alles so geklappt hat. Ich kenne ja eigentlich hier in der Gegend niemanden, aber trotzdem waren wir auf einmal zu fünft in der Halle so, und haben halt hier übernachtet. Ja, und dann haben wir uns jetzt im Endeffekt noch ein Bett besorgt. Und die Sache ist die, eigentlich sollte ich das nicht erzählen. Warum nicht? Ja, weil Patrick meint so, ja, das kann man ja nicht erzählen. Doch, erzähl. Ich erzähl's ja auch, sonst hätte ich gar nicht angefangen. Aber eigentlich darf man es nicht erzählen und ich erzähl's jetzt auch nicht. Nee. Die Sache war die, ich hatte ja schon noch ein Bett übrig. Mhm. Das alte aus meinem alten Zimmer im Studio, weil ich habe jetzt das von meiner Freundin genommen, weil so geil war das Bett leider nicht. Mhm. Und das habe ich jetzt hier in die Halle gestellt. So. Und dann brauchten wir noch ein Bett für die Mitarbeiter. Mhm. Ne? Also nur, es ist eigentlich gar nicht mal so unser Plan, hier ständig zu übernachten, aber einfach mal, falls es der Fall sein sollte, dass man die Möglichkeit hat. Und dann haben wir halt überlegt, wie kriegen wir kostengünstig irgendwie ein Bett für die beiden. Und dann ist Patrick auf die Idee gekommen, wie wär's denn mit einem Hochbett? Wie in der Jugendherberge. Und ich so, warum eigentlich nicht? Ja, es ist ja nicht zum dauerhaften Pennen, so. Nö. Für den Vibe ist es eigentlich ganz lustig. Ja, aber das ist halt echt richtig crazy. Wir haben jetzt seitdem nochmal hier gepennt. Ich meine, es ist jetzt ein Monat hier rum. Seitdem wir wieder gequatscht haben. Und das hat auch einen richtigen Klassenfahrtcharakter. So, du musst dir überlegen, ich penne unten auf meinem großen Bett und Patrick hat einfach auf dem Hochbett oben gepennt. Und unten, also es ist halt ein Etagenbett, nennt man das, glaube ich. Und unten könnte halt dann noch der dritte Mitarbeiter oder der zweite Mitarbeiter, wenn du es so sagen willst, übernachten. Alle noch Mitarbeiter. Und das ist dann so richtig Team. Also das ist schon echt ein hartes Team. Aber ist es wirklich günstiger, ein Hochbett zu kaufen als zwei einzelne? Also das hat jetzt 170 Euro gekostet. Das war, fand ich. So inklusive Matratze, oder? Nee. Aber die Matratzen hatten beide schon. Ah, die haben ihre eigenen Matratzen mitgebracht. Genau, ja. Also es war eigentlich echt top. Ja. Also schon kostengünstig und sehr platzeffizient. Nicht, dass wir den Platz nicht hätten, aber sehr platzeffizient. Das muss ich auch nach wie vor sagen, wenn ich jetzt hier in der Halle sitze und mich mal umschaue. Ja. Es ist noch so viel Platz für Dinge, die ihr machen könnt. Ne? Ja, mega. Also man kann gar nicht so viele Ideen haben, wie ihr Platz habt. Also wahrscheinlich schon. In 2 Jahren werde ich dieses Zitat
ja, mies schlucken müssen. Wir gehen da jetzt auch einfach so an die Sache ran, dass wir es einfach jetzt erstmal so peu à peu einfach weitermachen. Wenn wir wieder Bock haben, irgendwas einzurichten, holen wir uns das. So. Wäre auch sonst finanziell ein bisschen heavy. Ja, schon so direkt so 300 Quadratmeter. Und hier jetzt noch eine Gaming-Ecke hin. Okay. Ja, das müssen hier bauen wir, so ein bisschen, wir unseren Simulator auf. Hier ist unsere Virtual Reality Area. Und Julian so. Ja, genau, wie in dem einen Sketch so. Oh, scheiße. Kommt mit dem Cash da nicht hinterher. Ja, richtig. Nee, aber so ist ja, wie es jetzt ist, ist auf jeden Fall schon mal funktional. Und man kann hier auf jeden wir haben jetzt alles, was wir brauchen. In der Dusche läuft das Wasser. In der Dusche. Hab sie heute auch endlich mal inspizieren können. Und muss sagen, ich großartige Arbeit. Barlinger Approval bekommen. Ja. Ich wollte nicht mehr denglisch reden. Die Wallbox fehlt noch. Die Wallbox, ja. Das muss natürlich noch gemacht werden. Die werden wir auch auf jeden Fall doch installieren, weil wir haben vielleicht auch irgendwann mal vor, ein Elektroauto zu fahren. Oder zumindest halt auch mal Viecher auszuleihen und zu testen. Genau. Dafür ist es ja alleine auch schon schön. Dafür ist es allein schon gut. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff.